Nicht ganz richtig geschrieben, aber sicher richtig gemeint. Vorbereitungen auf eine Demonstration gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt, ausgelöst durch den Tod von George Floyd im US-amerikanischen Minneapolis. Was mag den Beamten der Staatsgewalt durch den Kopf gegangen sein, als sie am Samstagnachmittag diese Demonstranten begleiteten, beschützten und überwachten? Denn auf der einen Seite galt es, die Hygienebestimmungen gegen die Corona-Pandemie einzuhalten und auf der anderen Seite kollidiert der Mund-Nasen-Schutz mit dem Vermummungsverbot bei Demonstrationen. Wir möchten erreichen, einfach die Aufmerksamkeit auf das Thema Rassismus zu lenken. Es gibt Rassismus auch in Deutschland, nicht nur in den USA. Und wir finden, dass es an der Zeit ist, dass endlich Veränderungen stattfinden. Und zwar strukturelle. Welche wären das zum Beispiel? Zum Beispiel rassistische Polizeigewalt. Das ist jetzt das große Thema dieser Demo. Es gibt immer noch Racial Profiling und es gibt immer noch zu viele Todesopfer, die durch rassistische Polizeigewalt in Deutschland sterben. Die Aufklärung ist auch mangelhaft. Das klingt drastisch, ist aber nicht falsch. Seit 1990 sind in Deutschland mindestens 23 Fälle dokumentiert, in denen Colored People durch Polizeigewalt zu Tode gekommen sind. Und in der Mehrheit der Fälle fordern Aktionsgruppen eine befriedigende Aufklärung der Vorkommnisse, die nicht erfolgt ist. Und jedem in Sachsen-Anhalt ist der Fall Uriallo aus Dessau ein Begriff. Also klar, wir sprechen heute über George Floyd, aber wir werden eben nicht nur über George Floyd sprechen. Wir sehen ja, es gibt gerade Demonstrationen, Black Lives Matter, in der ganzen Welt, was eben zeigt, rassistische Polizeigewalt bzw. generell Rassismus ist eben nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern ein weltweites Problem. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da noch viel nachjustieren müssen. Wir sind hier im Bundesland, wo Uriallo in einer Gewahrsamszelle von der Polizei umgekommen ist. Es ist rausgekommen, dass er sich nicht selbst hat verbrennen können. Und trotzdem bestehen die Sicherheitsbehörden immer noch darauf, dass es so gewesen sein muss. Rassismus ist ein grundsätzliches Problem in einer Gesellschaft, in der soziale Spannungen, Besitzdenken und Sozialneid in jeder Form den Alltag prägen. Und die Beamten der Polizei sind in ihrer Zusammensetzung statistisch ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der sie leben. Und sie sind geprägt von ihren Arbeitsaufgaben, die sie in der Regel mit den problematischen Auswüchsen unserer Gesellschaft konfrontieren. Organisiert wurde die Demonstration von der Seebrücke Magdeburg, dem solidarischen Magdeburg, Fridays for Future und den Falken. Und so zogen die 1500 Demonstranten friedlich in 4 Blöcken vom Hauptbahnhof durch die Stadt zum Landtag, wo die Veranstaltung nach etwa 2 Stunden endete.